Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2005. Im letzten Part habe ich ja gesagt, dass wir im nächsten, also dass wir in diesem Part mit dem nächsten Rennen bei Jules weitermachen. Ich habe mich jetzt aber kurzfristig umentschieden und zwar habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht jetzt, weil es sich gewünscht wurde, nochmal meinen Wagen ein bisschen umlackieren. Und zwar müssen wir dafür zum Tuning Shop. Der nächste ist hier, ne? Mal 1,3 und der andere 1,4, ja. Fahren wir da mal kurz hin. Es gibt ganz schön viele Tuning Shops hier, ne? Auf der Welt. In der Welt. Wie auch immer. Na komm, fahr. Also, dass wir den nochmal optisch ein bisschen tunen, weil, ja, warum auch nicht, weil wir werden den ja jetzt auch noch, vielleicht werden wir den ja sogar für die Herausforderungsserie verwenden, ich weiß es ja nicht, ob man da einen eigenen Wagen verwenden darf oder nicht. Das werden wir dann noch rausfinden. Aber auf jeden Fall, ey, ich hab doch gedrückt. Ey, komm, ich hab gedrückt. Zack, so. Also, wir, ja, erstmal Teile. Karosserie-Kits. Stimmt, da gibt's auch ganz coole Sachen, ne? Könnten wir uns mal ein schönes gönnen. Wir haben ja genug Geld. Bald 1 Million. Ja, läuft. Und es die kosten alle gleich viel. Also es gibt nur 2. Welches finde ich denn besser? Kann ich mal kurz das ein bisschen von hinten sehen? Na. Aha. Ja, nicht schlecht eigentlich, ne? Nicht schlecht. Ja doch, dann nehmen wir das. Hinzufügen. So. Ach, man sieht auch, wie sich meine Fahndungsstufe dann verändert. Spoiler. So, das ist jetzt nicht so gut zu erkennen wie diesen Rauch, aber okay. Passt schon. Ja, was nehmen wir denn mal für einen Spoiler? So, na ich. Also Spectre finde ich schon mal ganz cool. Edge. Wie wär's mit Spectre? Komm. Nehmen wir den. Felgen. Hä? Ich kann gar keinen Unterschied feststellen. Felgenhersteller, ach so. 50 ADR, BBS, Enkai König, Löwenhardt, Racing Hard, OZ Volk, Roja. Ich finde eigentlich hier 50. Finde ich ganz cool. Von, kenne ich von Grid 2. Stand das auf einem bestimmten Auto mal drauf. Dieser Hersteller. Ist auch sehr schön, diese Scheibenbremsen da. Sieht gut aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wollen wir die 50 Super 6 nehmen? Ich würde sagen, schon. Ja. Motorhauben. Was gibt's denn da? Overdial, Trident, Fusion. Die finde ich ganz cool. Speedline. Jawohl, ne, es geht. Also jetzt sind nur noch Carbon-Felgen, obwohl Carbon ist vielleicht auch nicht schlecht. Das ist halt ein bisschen leichter, ne? Gibt es noch andere Carbon-Felgen oder war es das? Ah ja. Ja, keine leichte Entscheidung. Nee, sowas ist nicht schön. Nee. Speed.
Tri-Slot vielleicht. Ja, Tri-Slot. Nehmen wir Tri-Slot. Okay. Das Spoiler. Was wollen wir denn da mal nehmen? Ja, nee, auf einer Seite so, nur das ist nicht so schön. Oder? Last Bag. Also doppelt. Gibt aber ganz schön viel, ey. Vielleicht nochmal ein Carbon. Carbon finde ich eigentlich ganz cool. Mann, gibt's hier viele. Das sind aber nochmal die gleichen, ne, in Carbon, ja. Was wollen wir da nehmen? Keine leichte Entscheidung. Ich glaube, ich habe eine Idee, und zwar einer hier der ersten von den Carbon-Sachen. Der da? Oder? Ne, komm, nehmen wir den Windtunnel. Den finde ich ganz gut. So, dann war's das. Check out. Wie viel kostet das? 21.000, na, das geht ja. Leistung, da müssten wir eigentlich alles drin haben, ne? Ja, Ultimate, aber wir können es mal überprüfen. Yap. Fahrwerk. Yap. Nitro. Yap. Reifen. Ja. Bremsen. Ja. Und zu guter Letzt Turbo haben wir auch drin. Wunderbar, das heißt, jetzt geht's weiter mit der Optik. Lack. So, ich mag ja grün ziemlich gern. Spezial, wir erwähnen erstmal den Typ aus. Metallic, Spezial, Hochglanz und das war's. Was soll denn Spezial eigentlich heißen? Wollen wir Spezial nehmen? Kann man nur bestimmte Farben auswählen, ne? Nur 40 Farben. Nur, in Anführungszeichen. Ja, so ein dunkles Grün finde ich eigentlich ganz schön. Also eigentlich wäre... Okay, das ist ja matt. Eine Präsentation. Sieht irgendwie so... Weiß nicht so, Interessant aus. Naja, nee, es ist ein bisschen zu dunkel, würde ich sagen. Spezial, nee, aber so ein Matt, das finde ich auch nicht so cool. Also wenn, dann Matt-Schwarz, das wäre... Nee, Schwarz ist auch... Schwarz ist nicht so schön. Okay, dann gucken wir mal bei Hochglanz. Metallic Hochglanz. Was es da so für Grüntöne gibt. Ja, gar nicht so richtig, ne? Ist mehr dann schon so, man kann sich's gar nicht so richtig aussuchen. Also so ganz eigene Farben. Also wenn dann hier eins von denen. Also wenn dann das da eigentlich. Wie sieht das bei Metallic aus? Das ist gar nicht so ein großer Unterschied. Metallic spiegelt nur noch ein bisschen mehr. Oder vielleicht eine ganz andere Farbe, so gelb. Naja, Wir nehmen erstmal dieses Grün hier, oder? Ups. Ja, immer wenn ich LB drücke, dann wird der Track übersprungen, der Musiktrack. Hochglanz oder
Metallic. Nein. Hochglanz. Nein. Nein. So. Ja. Nehmen wir Hochglanz. Zack. Und dann geht's weiter mit den Vinyls. Serie, Flamme, Tribalstreifen, Rennfall, Nationalflagge. Einzigartige Wettbewerbssiege. Komm, nehmen wir Wettbewerbssiege. Was hat's damit auf sich? Mal anders gefragt. Okay, irgendwie. Naja, weiß nicht so richtig. Nee, 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 das lassen wir mal. Einzigartig. Das sind so Drachen oder was? Zum Teil, ja. Flammen. Schade, dass die so ziemlich pixelig sind. Oh, Carbon. Achso, dann sieht aus, als wäre der ganze Wagen Carbon. Als wäre der ganze Wagen aus Carbon. Karosserie. Ja, das hatte ich ja hier bei meinem ersten Wagen genommen. Könnte man vielleicht nochmal nehmen. Warum nicht? Oder das vielleicht? Wenn man jetzt da die weiße Farbe noch ändert. Natürlich, das ist natürlich klar. Oh Mann, hier gibt es wieder 44. Tja, das dauert ein bisschen, sich das hier alles anzuschauen. Ja, dann nehmen wir, würde ich sagen, das, was ich da gesagt habe. Je nachdem, wo es jetzt ist. Da. Karosserie 12. Vinylfarbe. Genau, die möchte ich ändern. Und zwar zu dieser anderen Grünfarbe. Aber eigentlich... Nee, ich würde das dann lieber so machen, dass wir hier wieder die nehmen. Und dann als Karosseriefarbe die andere. Also so sieht man jetzt natürlich nichts von dem Vinyl. Aber das ändert sich gleich noch. Also als Lackfarbe nehmen wir dann jetzt hier eine andere. Die hier oder? Ja, die. Nehmen wir die. Zack. Felgenfarbe. Pulverbeschichtung. Okay. Golden. Komm, wir nehmen golden hier. Oder? Oder auch grün. Grün matt. Hat schon was, oder? Irgendwie schon. Okay, den ja. Vielleicht ein anderer. Ne, eigentlich. Nehmen wir das, würde ich sagen. Scheibenfolien. Schwarz, hellgrün. Ja, wollen wir wieder grün nehmen? Grün ist einfach meine Lieblingsfarbe. Dunkelgrün. Dunkelperlblau. Dunkelperlgelb. Sieht eher aus wie grün, muss ich sagen. Ja. Perlgold, nee. Nee, nee, nee. Wir gehen mal nochmal hier ganz an Anfang. Hellgrün. Nehmen wir hellgrün, oder? Komm. Finde ich ganz gut. Decals. Frontscheibe. Ah, okay. Können wir uns einen Sponsor quasi draufkleben. Auch wenn wir nicht dann bezahlt werden von dem, leider. Audiobahn. Bildstein. Das kenne ich auch erst von Race Driver Grid. Vom Bildstein Festival Milano.
Ist interessant, was man hier so lernt. Komm, nehmen wir Audiobahn. Das fand ich ganz gut. Das ist Alter, 103. Ey, ihr vertreibt es ja auch manchmal, ne? Warum gibt es hier 103 verschiedene? Bitte. Nein. Da steht es doch. Audiobahn irgendwo oben. Da. Avus. Gibt's auch. Nehmen wir Audiobahn. So, Heckscheibe. Wo ist da eine Heckscheibe? Hä? Ach da, dieses kleine Ding da. Dann nehmen wir wieder Audiobahn. Sieht man eh nicht. Ach, man kann die Farbe auch ändern. Oh. Okay, weiß. Machen wir weiß, oder? Aber wenn ich das jetzt... Sind jetzt... Ah ja, nee, okay. Ich dachte, das wäre jetzt beides im Warenkorb, aber nein. Wollen wir es vielleicht vorne auch noch weiß machen? Dann sieht man es besser. Oder nee. Man soll es nicht so gut sehen. Das passt schon, würde ich sagen. Linke Tür. Slot 1. Was wollen wir darauf machen? Noch ein anderes, würde ich mal sagen. Und zwar... Bildstein. In schwarz. Passt. Slot 2, was soll das heißen? Achso, da kann man noch mehrere drauf machen. Ja, wollen wir gleich mehrere einfach drauf machen? 50. Oder nee. Kann ich sie wieder entfernen? Serie. Ah. Okay, jetzt habe ich es entfernt. Anscheinend zumindest ist es nicht mehr im Warenkorb. Ach nee, hier. Ah ne, ist es nicht. Ja, hier können wir jetzt 6 Slots maximal machen. Aber muss eigentlich nicht sein. Rechte Tür. Machen wir auch Bildstein. Würde ich sagen, Mann, es gibt hier wirklich unfassbar viele Möglichkeiten. Ist einfach mal so. Okay. Linkes Seitenteil. Können wir auch noch einen Sponsor draufpacken. Was wollen wir denn da mal drauf machen? Avus? Hier, Avus, komm. Aber es soll nicht so auffällig sein, also... Ich will jetzt nicht unbedingt, dass es so weiß ist dann. Also man kann es dann natürlich besser lesen, ist klar, aber... Muss ja nicht unbedingt sein. Hier auch Avus drauf. Zack. So. Und Zahlen. Wollen wir eine Zahl drauf machen? Oder nicht? Mein aktuelles Alter. Komm, wir machen mein aktuelles Alter. Alter drauf. 17. So. Kann man noch irgendwas ändern? Nö. Kann man nicht. Okay. Spezialarmaturen. Habe ich das überhaupt schon angefangen? Nein, habe ich noch nicht verändert. Was ist denn das? Slipstream. Slipstream. Ja, dann nehmen wir das, ne? Nadelfarbe. Rot. Hups. Ne, wollte jetzt Nadelfarbe rot, genau. Skalenfarbe. Grün. Gibt es noch mehr Farben? Nee. Oder so ein Türkis. Ist nicht so einfach. Wollen wir grün nehmen? Bin mir nicht sicher. Ja, nehmen wir grün. Ziffernblattfarbe. Rot. Oder?
Oder auch grün. Oder so ein Blau. Na, nehmen wir Blau. So. Supi. Dann haben wir das. 4700, ja. Locker. Dann sind wir fertig. Wir sind fertig mit dem Tuning und die Folge ist zu Ende. Ja gut. Immerhin ist mein Wagen jetzt schön getuned. Optisch. Und, boah, der driftet echt weg. Ich glaube, wir müssen nochmal kurz hier... Ja. Angenommen, ich würde es mal so einstellen, ne? Ich glaube nicht, dass es besser ist, aber... Können es ja mal kurz austesten. Ich finde, mein Wagen gefällt mir schon echt gut. Vor allem das Audiobahn da drauf. Ist schon ganz cool eigentlich. Und... Bäh. Okay, dann halt nicht bäh. Ja, komm. Einheiten auf Empfang. Ach, jetzt habe ich es vorne auch weiß gemacht. Naja, komm. Ist egal. Okay, dann gehen wir zurück zum Unterschlupf. Und dann machen wir doch halt erst im nächsten Part damit weiter. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es eine ganze Folge dauert. Aber gut, dann dauert es eine ganze Folge. Ist nicht schlimm. So, Jewels, ne? Ja. Die Mordstelle Waterfront in HWY99. Damit geht es also im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, du hast Spaß beim Zusehen. Mein Wagen ist jetzt schön getuned. Also bis zur nächsten Folge und tschüss.